eben kam noch die Frage auf, als kommunaler Akteur kann man sich an den Programmen auch beteiligen. Ja, natürlich. Also diese Programme sind, wenn es nicht anders beschrieben steht, für alle Akteure offen. Ja, also das ist häufig sehr breit. Das können kommunale Akteure sein, Non-Profit-Organisationen, Universitäten, Studieneinrichtungen, allgemeine öffentliche Träger. Also es gibt da keine Begrenzung, es sei denn, es ist explizit ausgeschlossen. Ja? Oder sie finden sich nicht als Einrichtung lokaler Behörden wieder in einem Aufruf für Drittländer oder innerhalb der EU. Aber grundsätzlich, soweit es nicht ausgeschlossen ist, können sie auch als kommunale Akteure. Für kommunale Akteure steht immer die Frage dahinter, was das an Kofinanzierung Auswirkungen hat und ob überhaupt thematisch das passt, die Personalstellen dafür frei sind. Das ist häufig etwas komplizierter, meines Erachtens, als für NGOs, die da ein bisschen flexibler mit umgehen. Eine andere Frage, die eben noch aufkam, ist, man muss auch die Wahrheit sagen, wie viel Geld man eigentlich als Träger schon haben muss, um Probleme bei der Finanzierung, Vorfinanzierung, also wenn die Kommission zu spät zahlt oder gar nicht zahlt oder überhaupt, dass sie zahlt, wie viel Geld man schon Cash haben muss. War ein Kollege von Ihnen, der sagt, ja, also sagen Sie ruhig die Wahrheit, man muss 100.000 Euro Cash als Einrichtung haben, überhaupt bei der Kommission wahrgenommen zu werden und dass sie überhaupt die Förderung einkommt. Also ich will jetzt nicht auf 100.000 Euro mich da festlegen, also viel wichtiger ist, dass sie 3 Jahre mindestens bestehen, das ist eine Voraussetzung in vielen Programmen, dass sie eine ordentliche Buchführung 3 Jahre lang hatten, mindestens 3 Jahre lang, dass Cashflow ist, also wirklich Personalmittel in irgendeiner Form, Teilstellen, was auch immer, irgendwas läuft und sie gewisse Sachen wie Büro darüber laufen lassen. Büro überhaupt, das ist natürlich immer eine schwierige Sache, wenn Sie irgendwo unterkommen und gar keine Miete dafür zahlen, versuchen Sie immer Mietzahlungen zu machen, auch wenn Sie es hinterher erstattet bekommen als Spende, versuchen Sie immer, dass Geld über Ihre Konten läuft. Ja? Wenn Sie das nicht hinbekommen, wenn da 0-0 steht, hatte ich am Anfang schon gesagt, wird es verdammt schwierig werden. Ja? Ein Wunsch war noch weniger zum Migration, gleich mehr zum Rassismus, Antirassismus. Programm noch etwas zu sagen und dann zu Menschenrechten, da kommen wir jetzt gleich zu, dann zu den Drittlandsprogrammen. Antirassismus, also die EU hat kein eigenes Antirassismusprogramm. Ja, das läuft über die Bundesprogramme, über Xenos und da gibt es noch ein paar andere, dann über Programme, die nur am Rande auch kofinanziert werden aus öffentlichen EU-Mitteln. Teilweise ist das ESF noch, also klassisches ESF-Mittel, aber ein eigenes Antirassismusprogramm gibt es nicht. Kann man natürlich sagen, wieso eigentlich? Berechtigte Frage. Ja? Wir haben so viele Probleme, wie Frau Lochbieler sagt, mit Rassismus. Wäre eigentlich angebracht, dass es das gibt. Und selbst in der neuen Programmgeneration ist da nicht viel. Also wir haben, bisher gab es die, um mal weiterzukommen hier, das Programm Progress, wo das so ein Teilprogramm sich auch mit den Fragen beschäftigte. Dann gab es die EURES-Aktivitäten, die wir den beruflichen Bereich abdecken und das Mikrofinanzierungsinstrument, wo Mikrokredite für Kleinunternehmen vergeben wurden. Das wird jetzt alles zusammen in ein Programm gegossen. Ja, das nennt sich dann PSCI, muss man sich noch nicht merken, aber das Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation. Da kommt das jetzt alles rein. Ja, alles verschmelzt sich in diesem einen Programm mit den 3 Unterprogrammen. Und wenn Sie den Vorschlag der Kommission lesen, ist das noch alles ein bisschen duster und nebulös, was dann in den einzelnen Aktivitäten dann gefördert wird. Sie nennen da voneinander Lernen, Sensibilisierung, Verbreitung, Unterstützung der wichtigsten Akteure und dann besondere Maßnahmen. Also das ist noch nicht so klar aufgebröselt. Dazu wird es dann eine gemeinsame Maßnahme mit anderen Programmen geben. Also das können Sie dann kombinieren, zum Beispiel mit dem ESF oder mit dem Integrationsfonds oder mit anderen Programmen. Ja. Wir kommen an Einzelaspekte dann noch zurück. Das Programm Jugend, da können Sie zum Beispiel sehr breit rangehen. Wenn Sie als akzeptierter Jugendträger in Deutschland, also Sie sagen nicht akkreditiert, sondern anerkannt, sagen Sie, glaube ich, aber auch wenn Sie nur eine ganz normale Jugendeinrichtung sind, können Sie hier sehr schöne Projekte machen. Das wird von vielen Trägern benutzt, dieses Programm. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Die Projekte zur partizipativen Demokratie. Und das ist noch ein Bereich, wo Sie wirklich Antirassismusprojekte machen können mit Jugendlichen. Ja? Da treffen die sich, da wird zu einem inhaltlichen Thema gearbeitet
Und ich finde das eine der spannendsten Projektarten innerhalb dieses Jugendprogramms. Der Europäische Freiwilligendienst Jugend in der Welt können Sie auch auf Themen wie Antirassismus, Migration, Menschenrechte umbauen. Und Sie sehen das, da gibt es ja noch andere Aktivitäten, wenn Sie mal die Schwerpunkte, wonach Sie sich richten müssen, also die Prioritäten für jedes Land sehen, sehen Sie, ne? Jugend, Arbeitslosigkeit, Migranten, Benachteiligte, unternehmische Kompetenzen und Klimawandel und dann die ständigen Prioritäten, hier die kulturelle Vielfalt, also das Gegenpendant von Antirassismus dann auch und benachteiligte Menschen. Also da können Sie mit solchen Themen dann gut punkten, weil es sehr breit ist als Programm. Im klassischen Progressprogramm, das jetzt noch läuft, springen wir mal wieder zurück in die aktuelle Programmgeneration. Da gibt es fünf Bereiche: Beschäftigung, Sozialschutz, soziale Integration, Arbeitsbedingungen, Nichtdiskriminierung und Vielfalt, Gleichstellung der Geschlechter. Da haben Sie in diesem vierten Punkt diesen Punkt Nichtdiskriminierung und Vielfalt. Und das ist ein sehr spannendes Programm geworden, muss man dazu sagen. Die Träger in Deutschland und Europa haben das verdammt, als das entstanden ist, 2007. Das kam aus ganz vielen Einzelprogrammen, das Antidiskriminierungsprogramm, Gleichstellung von Mann und Frau und so andere Aspekte, andere Unterprogramme. Das hat man alles damals zusammen in ein Programm gepackt. Und am Anfang gab es nur Ausschreibungen, Studien, Untersuchungen, Netzwerkbildung, also langweilige Projekte in Klammern, wenig mit einer konkreten Zielgruppe. Im Laufe der Jahre sind da sehr konkrete Ausschreibungen zugekommen und im Grunde zu jedem Thema, auch zu dem Thema Nichtdiskriminierung und Vielfalt. Also da, wenn Sie wissen, auf welcher Seite diese Ausschreibungen veröffentlicht werden, das ist Generaldirektion Beschäftigung und Soziales, das kann ich Ihnen nachher mal zeigen, da sehen Sie dann sehr genau, was da veröffentlicht wird. Und das muss man dann einfach, die sind so vielfältig, die Projektarten, die da möglich sind, auch sehr konkrete Maßnahmen. Hier sehen Sie das, analytische Aktivitäten, wechselseitiges Lernen, Seminare zur Antidiskriminierung zum Beispiel, dann, ne? Veröffentlichung von Material, Verbreitung von Informationen, Konferenzen, Medienkampagnen und dann natürlich die europäischen Netzwerke. Ein Programm, das auslaufen wird, das es nicht mehr geben wird 2014 bis 2020, ist das Daphne-Programm, sehr bekannt. Dann gab es große Aufregung in Brüssel, oh Gott, das Daphne-Programm gibt es nicht mehr. Ja. Also es ist nicht so, dass die Kommission in ihren Vorschlägen irgendwas weglässt. Das kommt dann in anderen Programmteilen, wird das integriert. Sie werden es dann nachher sehen, dass es bei den Justizprogrammen, bei den Bürgerschaftsprogrammen wieder auftaucht. Nicht in so klarer Form, wie es hier ist, aber immerhin noch die Essentials des Programms sind da. Also das Anti-Gewalt-Programm der EU, da ist alles, wo Gewalt gegen Kinder, Frauen und Jugendliche ist. Da gibt es noch einen Aufruf im kommenden Jahr. Das wird der letzte sein, aber im Frühjahr wird es sowohl noch für die Action Grants, also AG, wo sie inhaltliche Themen als Einzelträger machen, oder dann die Betriebskostenzuschüsse, können Sie da Anträge stellen. Haben Sie Erfahrung mit dem Programm? Hat es einer schon mal gemacht? Haben Sie überhaupt mit der Zielgruppe Gewalt zu tun? Keiner, dann können wir darüber hinweggehen. Ja, zum Teil. Also Sie werden das gleich wiederfinden in einem anderen Programm. Sie sehen da, die Aufrufe sind schon sehr an aktuellen Themen auch aufgehängt. Ja? Also Rechte von Opfern von Gewalt, das ist übrigens, die Kommission hat vor ein paar Tagen dazu das Parlament den Bericht abgeliefert. Es wird in Zukunft Opferberatungsstellen auf europäischer Ebene geben. Und national, und jedes Opfer von Gewalt, von Verkehrsunfällen, was auch immer, Opfer, sehr weiter Begriff, werden in allen europäischen Ländern die gleichen Rechte haben. Da werden massiv Strukturen aufgebaut. Das geht bis in die psychologische Betreuung von Verkehrsopfern, Diebstahlopfern. Das ist wird ein riesiges Thema werden. Ich habe das deswegen verfolgt, weil meine Frau die Büroleiterin ist dieser Einrichtung in Brüssel und das vor ein paar Jahren angefangen hat und die Kommission massiv jetzt da versuchen will, gerade in die soziale und psychologische Betreuung der Opfer reinzukommen. Also wenn Sie mit Opferhilfe zu tun haben, verfolgen Sie das ja ein bisschen. Ne? Das wird sich außerhalb dieser Programme abspielen, also nicht im Daphne-Programm oder Bürgerschaftsprogramm. Verfolgen Sie es ein bisschen politisch. Ja, da werden wahrscheinlich auch Einrichtungen sich zusammenschließen in Deutschland. Der Weiße Ring ist zum Beispiel da aktiv, aber die werden auch nicht alles machen können.
Da werden dann solche Beratungszentren, Tageskliniken, die sich mit Opfern beschäftigen, in Krankenhäusern vermutlich auch daran beteiligen. Also da wird noch was kommen. Ein ganz spannendes Programm, was auch in den Bereich Antidiskriminierung, Antirassismusprojekte reinreicht, ist das Programm Europa für Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie irgendwas mit europäischer Zivilgesellschaft zu tun haben, haben Sie das? Ja? Wenn Sie da zu tun haben, also wie kann man den Bürgern Europa beibringen? Halten Sie dieses Programm im Auge. Ja? Es geht darum, einen Austausch zwischen den Bürgern zu erzielen, um dadurch europäische Werte und europäisches Gedankengut zu vermitteln. Also wer sind wir als Europäer? Was ist die Europäische Union? Also nicht national denken, sondern europäisch. Dazu gibt es mehrere Aktionen und das ist ein bisschen verwirrend. Also wenn Sie überhaupt mitbekommen, dass es da Aufrufe zu gibt, zu solchen Programmen, kriegen Sie das mit? Verfolgen Sie Aufrufe? Wo kriegen Sie Informationen denn her über die EU? Wenig. Okay, ich zeige Ihnen nachher mal, wo konkret Sie das finden können. Also diese ganzen Programme werden ausgeschrieben und jährlich gibt es eine oder mehrere Antragsfristen. Ja, diese Antragsfristen werden alle auf den Seiten der Kommission veröffentlicht. Hier in diesem Bürgerschaftsprogramm gibt es zwei Bereiche. Merken Sie sich das mal vielleicht, wenn Sie wirklich damit zu tun haben. Einmal die Bürgerprojekte und die Unterstützung für Initiativen der Zivilgesellschaft. Das sind zwei Bereiche, ähnliche Projekte, sehr verwirrend. Ja, unterschiedliche Antragsfristen, aber da können Sie Projekte machen zum Thema Bürgerschaft, wie sehe ich mich in Europa, Rassismus in Europa, wie gehen Jugendliche, Migranten, Ältere, Behinderte mit Werten in der EU, haben wir alle die gleichen Werte, ja, das sind solche typischen Bürgerschaftsprojekte, die gefördert werden, mit viel Geld, Personalkosten, Räumlichkeiten kriegen Sie damit, ja. Sehr beliebt das Programm, also alle, die Sie wissen, die Zivilgesellschaft entwickelt sich explosionsartig auf europäischer Ebene. Sie können Petitionen ja inzwischen selber stellen, wenn Sie 1 Million Bürger dazu begeistern können. Das ist ein dickes Thema geworden, wird auch weitergeführt in der neuen Programmgeneration. Bitte? In Hessen kann man auch eine Petition stellen ohne Regierung. Kann man auch, ja. Ein Kapitel, wo ich gerne mit Ihnen darüber sprechen möchte, weil es auch sehr verwirrend ist, sind der Europäische Integrationsfonds und der Europäische Flüchtlingsfonds, sowohl die nationalen, also die BAMF-Versionen, als auch die europäischen, weil das nicht allen immer klar ist. Also es gibt im Bereich Asyl und Migration gibt es drei Programme, basically. Der Integrationsfonds, der Flüchtlingsfonds, der Rückkehrerfonds. Die werden alle drei europäisch ausgeschrieben, 10% der Gelder fließen dahin und der große Teil, 90% oder ein klein bisschen mehr, fließt nach Deutschland zurück, ähnlich wie die Strukturfonds und das geht als BAMF nach Nürnberg und die verteilen dann an die einzelnen Bundesländer die Gelder. Wenn Sie das verstehen, dann sehen Sie, wenn Sie die Ausschreibungen vom BAMF verfolgen oder dann sehen, ah ja, BAMF ist deutsch, ich kann deutsche Sprachkurse in Deutschland, in Hessen muss ich ein Projekt machen, ein Integrationsprojekt. Die anderen 10% sind dann für Integrationsprojekte auf europäischer Ebene. Also 5 europäische Länder arbeiten zusammen am Thema Migration, Migrationsfluss. Wir können mal kurz weitergehen. Sie sehen hier Integration, also das sind die Themen, Verbesserung des Diversity Managements in Nachbarschaften, Verbesserung von Teilnahme von Migranten an demokratischen Prozessen, ja, also da spielt das Thema Antirassismus auch wieder rein, Verbesserung der Integrationsmaßnahmen für verschiedene Immigrationsgruppen. Das ist europäisch, mehrere Länder, europäisches Thema. Wie macht das Dänemark? Wie macht das Griechenland? Ja, die haben viele Migranten vor der Tür. Wie kann man ein europäisches Modul entwickeln? Ja? Hingegen der BAMF, der will gar nicht so weit. Das BAMF will gar nicht so weit. Da sind Sie rein national. Wie läuft Vorintegration in Hessen? Wie läuft Integration durch Bildung in Hessen? Ja. Sein Aufruf, der wird jedes Jahr veröffentlicht und es kommt noch einer im 2013. Das ist dann der letzte.